Ja, wie ihr gesehen habt, bin ich heute Morgen ins Bett gekrochen. Geht gar nicht. Ich habe auch meine Ärztin geschrieben. Anrufen braucht man dann nicht, weil man kommt eh nicht durch. Meistens schreibt man dann eine E-Mail, rufen die zurück. Oder ruft sie zurück. Aber haben es schon 12:30. Jetzt kam noch kein Anruf. Ich hätte ja gehofft, weil sie bis 12 offen haben, dass sie erstmal dann die Patienten machen, danach anruft, aber bis jetzt ist immer noch nichts. Weil ich nicht weiß, wie es nächste Woche ist. Das ist immer blöd, sich freitags krank zu melden für sowas. Meistens arbeite ich dann immer normal. Und wenn es am nächsten, also am Montag nicht besser wird, dann mache ich da irgendwas. Aber ja, ich habe halt Bammel, dass es bis Montag nicht besser wird. Und ich dann keine Krankmeldung habe und wie auch immer. Und, jetzt ruft die einfach nicht an. Es ist schlimm. Und es gibt hier eine Praxis in der Nähe, wo ich ja gerne hingehen wollen würde, wenn irgendwas sein sollte. Ich meine, ist ja mit telefonischer Krankmeldung gar kein Problem eigentlich. Aber die machen sowas anscheinend nicht. Beziehungsweise Akutsprechstunde nur für Patienten, die schon existieren. Ich denke so, also ich würde es argumentieren, dass ich umgezogen bin, dass das andere einfach zu weit weg ist. Ich meine, es ist ja so, es ist zwar jetzt schon mal her, dass der Umzug war, aber scheiß drauf, wissen die ja nicht. Und ich meine, das ist, da kann ich hinlaufen. Aber es ist halt doof. Und dann nur Termine hier am besten 2 Wochen vorher. Ich weiß doch nicht 2 Wochen vorher, dass ich eine Erkältung kriege. Und wie gesagt, Akutfälle nur für Patienten, die schon da sind. Wie soll man denn da Patient werden? Also das verstehe ich nicht. Also das ist eine Hausarztpraxis, keine Facharztpraxis. Naja, mal gucken. Schauen wir mal. Vielleicht beim nächsten Mal irgendwie die kontaktieren oder so. Oder einfach mal nachfragen, wie es ist. Ja. Gut. Ich warte weiter und ich habe angefangen, wollte ich ja heute. Also ich habe erst Secret Fire ein Stückchen gelesen. Dann habe ich das hier gelesen. Und jetzt, den Rest des Tages, beziehungsweise bis Sonntag, werde ich No Escape lesen. Das ist ja mein für dieses Wochenende Buch. Ich bin davon schon eingeschlafen. Also nicht wegen dem Buch, aber weil mir einfach noch nicht gut ist. Da schläft man halt viel. Ich habe auch tierische Kopfschmerzen und alles. Ich habe heute immer auch keinen Kaffee getrunken, weil ich halt diesen Tee getrunken habe. Der ja auch. Ne? Aber wenn man eh nicht gut ist. Ich habe einfach keinen Appetit auf Kaffee. Ich werde wahrscheinlich nachher doch nochmal einen trinken. Mal gucken. Ja. Das ist halt einfach. Bleh. Einfach. Bleh. Ja, und dieses Warten, ich meine, ich würde auch gerne mal eine Runde laufen wollen, eventuell langsam. Ich bin gestern auch super langsam gelaufen. Würde ich heute auch gerne machen wollen, auch wenn es keine Sonne scheint. Aber ich muss halt warten, bis der Anruf kommt. Wenn er denn kommt. Also weiß ich nicht. Manchmal ist es also ein bisschen lapsi. Kann ja auch sein, dass dann nächste Woche wieder besser ist oder so, aber ja, das ist. Nee. Schlimm. Ist das vorne auch? Nee. Ich habe gerade zum ersten Mal hinten aufgeklappt. Ach, da muss man auch noch was machen. Das muss man so ankreuzen. Okay, nicht so viel angucken, das Buch. Vorne ist ja. Ah, seht ihr, ich muss nur ankreuzen, welche Kapitel ich gelesen habe. Das ist nämlich hier vorne drin. Moment, da vorne, da. Hier unten, wo mein Daumen ist. Da muss man ankreuzen, welche Kapitel man gelesen hat. Ich bin erst bei Kapitel 2, also noch nicht wirklich weit. Aber im Moment musste ich mich eigentlich entscheiden. Also im Moment ist aber nur ein ganz normales Buch, das man liest. Und noch keine Entscheidungsfindung und so weiter und so fort. Aber gut. Also ich fange jetzt bei Kapitel 2 an. Ich habe also erst nur Kapitel 1 gelesen und den Prolog, der auch lang war, der Prolog. Genau. Deswegen werde ich jetzt das mal ankreuzeln. Ich habe, glaube ich, einen Bleistift hier. Wenn nicht, muss ich mir einen holen. Und ich werde ganz bestimmt nicht mit irgendeinem Kugelschreiber oder sonst irgendwas darin rumkritzeln. Nein. Ja. Bis jetzt noch nicht viel passiert, außer dass sie halt ja ein Schiffsunglück hatten, jetzt auf einer Insel gestrandet sind, wo ein Vulkan dann in der Mitte aufragt und gerade ein paar Rauchwolken von sich gegeben hat. Aber sonst ist alles Dschungel und deswegen gehen sie davon aus, ach, der ist nicht aktiv. Na, mal schauen.
Ich bin gespannt und werde berichten. Versuche nicht einzuschlafen. Ich möchte mir eigentlich gar nicht schlafen. Andererseits will ich aber sofort schlafen. Und ach, keine Ahnung, es ist. Ja, blöd. Na gucken. Drückt mal die Daumen, dass sie noch anruft. Meine Position wird heute, glaube ich, nicht besser werden. Aber ich saß nicht nur hier im Bett. Und meine Couchbetten sind jetzt erstmal weg. Ich hoffe, die bleiben weg. Moment, ich muss mir aus der Wanne holen. Kommt sie. So, wo war ich stehen geblieben? Keine Ahnung. Ich habe zwischendurch, genau, meine Couchbetten sind einigermaßen weg. Also im Moment komplett weg. Ich hoffe, sie bleiben weg. Ich habe vorhin auch einen Kaffee getrunken und war so schnell, dass er noch fast warm war, als ich fertig war. Ich habe auch mein Zitronenwasser wieder stehen. Ist ja immer eine ganz gute Kombi. Und ich trinke ja im Moment nur Zitronenwasser, wenn ich nicht gerade ein süßes Getränk pro Tag trinke. Manchmal auch zwei, aber ja, in der Regel eins. Denn es ist halt wirklich ein dober Tag, wo nichts geht. Dann sind es schon mal zwei. Vielleicht trinke ich nachher auch ein zweites. Muss ich mal schauen. Mit dem Buch komme ich nur so mäßig voran. Das erste Rätsel habe ich schon mal völlig verkackt. Sowas von. Ich hoffe, ich wusste, worauf die hinaus wollten. Ich habe es überhaupt gar nicht gerafft. Als ich es erklärt wurde, dachte ich so, ja, na klar, macht Sinn. Aber ich kam überhaupt nicht drauf. Das zweite Rätsel kann ich erst machen, wenn ich andere Kapitel gelesen habe. Das heißt, ich musste dann erstmal entscheiden, okay, in welcher Gruppe gehe ich jetzt mit, wo möchte ich bleiben. Habe mich dann für eine Gruppe entschieden, dann kam das nächste Rätsel. Ich so, ach toll. Und dann musste ich aber die anderen beiden erst noch machen. Und ich bin gerade bei der zweiten Gruppe jetzt quasi beim ersten Kapitel von denen. Also das dauert noch ein bisschen hier. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich dann dieses Wochenende auslesen werde. Ich werde mich aber trotzdem jetzt hauptsächlich das Wochenende mit dem Buch beschäftigen. Habe ich beschlossen. Und dann gucken. Ja, ich habe auch schon ein bisschen Haushaltsgedöns gemacht, das Übliche. Ich habe gerade nicht. Jetzt wo ich gerade schon ein bisschen wechseln, mache ich das mal lieber schnell. Halt die Küche wieder in Ordnung und so. Ach, das ist in Ordnung. Im Moment ist sie in Ordnung, aber halt Geschirrspüler ausräumen, neues ganzes Geschirr. Dreckiges Geschirr wieder reinstellen und sowas. Halt einmal drüber wischen. Genau, und von meiner Haushaltschallenge habe ich auch gleich zwei Sachen gemacht. Ich habe eine halbe Stunde wieder eingestellt und da war halt noch Luft. Und Wäsche zusammengelegt habe ich wieder. Die heute ist gewaschen. Die war sogar noch warm, als ich sie rausgenommen habe. Mensch, habe ich auch selten. Gleich weggeräumt. Also für mich außer der Schale liegt da noch. Aber der Rest war nur mein Pullover. Gleich wieder weggeräumt. Fühlt sich gut an. Fühlt sich richtig gut an. Ja, oh. Gut. Dann müsst ihr dich auch gleich anrufen. Eigentlich müsst ihr jetzt schon anrufen. Was ist da los? Dass er Feierabend hat, aber er hat wieder Vermietung. Das heißt, er kommt wieder später. Oh. Morgen, ja, morgen hat er auch Vermietungen. So viel zu hält sich den Samstag immer frei. Ja. Wollte er eigentlich immer. Aber irgendwie hält er das nicht mehr richtig ein. Müsste ich vielleicht auch nochmal ansprechen, dass wir vielleicht den Samstag dann nochmal für uns haben. Für irgendwelche Dinge. Weil wir hätten noch ein bisschen was zu tun, was wir gemeinsam machen müssten. Und einfach mal so Zeit miteinander verbringen, außer nur abends. Wäre auch schon mal wieder schön. Ich meine, war jetzt letzten Male war es schon, aber ist mir schon aufgefallen. Jo. Aber gut, wir werden sehen. Dieses Wochenende will ich möglichst viel lesen. Mal gucken, wann ich komme. Ich habe, wie gesagt, führt heute noch nicht wirklich voran. Ich habe jetzt. Wenn man so will, bin ich beim vierten, nein, beim fünften Kapitel. Ich bin es ja Kapitel 4, aber ich habe Kapitel 8 da schon gelesen. Weil es ja hintereinander durcheinander ist, ne? Aber es ist halt nicht viel. Ich weiß gar nicht, wie viele Kapitel gibt es halt eigentlich. Keine Ahnung. Und ich musste hinten, ja, jetzt weiß ich, für was das hier hinten ist. Man muss es abkreuzen, wenn man irgendein Rätsel nicht gelöst hat. Schön, habe ich also schon ein Kreuz hinten. Ja, so ist. Ja. Gucken wir mal. Sonst passiert hier eigentlich nicht viel heute. Ich ruhe mich heute auf jeden Fall noch aus und alles. Und im Moment geht es mir ganz gut. Am meisten ist es so morgens, abends ist es am schlimmsten. Aber gerade geht's. Und deshalb, ja, darüber bin ich auch sehr froh. Oh, ich hasse nichts mehr, als hier so vor mich hinzuvegetieren. Naja, schauen wir mal. So viel dann zum Krankheitsstand-Update und alles mögliche Update und so. Ja. Mia möchte unbedingt einen Flip haben. Kriegt sie aber nicht. Ja, kleine Bettelkatze. Ja, tschüss. Okay.
Ich bin beim Lesen schon wieder eingeschlafen und ich habe mich auch völlig. Moment, der Platz ist leer, ich kann mich hier setzen. Völlig verzettelt mit den Zahlen mal wieder. Ich habe dämlicherweise gedacht, ich müsste jeden Tag 9 Kapitel in dem Buch lesen, um alles zu schaffen, rechtzeitig bis Sonntag, rechtzeitig vor allem. Damit es ein Wochenendbuch ist. Und wisst ihr, wie ich gerechnet habe? Ich habe ganz 30. Ja, ist die Dreierreihe, also bis 10 voll, ne? Also, und von 21 bis 30 ja 9, also muss ich jeden Tag 9 Kapitel lesen. 21 durch 3 sind 7. Das wäre auch mein erster Gedanke, aber irgendwie, wenn es einem nicht so gut geht, ist der Kopf einfach nicht ganz auf der Höhe der Zeit und dann funktioniert mit den Zahlen noch weniger. Ja, egal. Geht schlafen. Geht schlafen und morgen geht's weiter. Und ich habe ein Rätsel gelöst mit dem dritten Anlauf allerdings. Ja, ich habe da, weiß ich nicht, ob das so richtig ist, aber ich habe mir gedacht, so, nee, ich probiere das jetzt noch ein paar Mal. Da war es auch nicht so, dass es nur einmal geht oder sowas, oder man merkt, es ist falsch. Also es ist eigentlich schon falsch beim ersten Mal, ja. Aber gut. Ich habe nicht zumindest nicht so geschummelt, dass ich irgendeine Lösung gefunden habe oder sowas. Aber ich habe vorhin auch ein Rätsel gelöst, das wusste ich auf Anhieb. Auch schon mal schön. Ich glaube, gerade eben gab es die ersten Toten. Verrückt. Verrückt. Und ich bin sehr gespannt, was es auf sich hat. Es ist generell sehr spannend. Ja. Worauf wir alles stoßen auf der Insel. Und jetzt kann ich mit dem Rätsel weitermachen, was vorhin aufgeploppt ist, was ich aber erst lesen konnte, wenn ich diese beiden anderen Handlungsstränge komplett gelesen habe. Also nochmal 5 weitere Kapitel musste ich lesen, um das andere Rätsel zu lösen. Da bin ich jetzt, das löse ich jetzt auch nicht mehr, das löse ich morgen. Ich bin viel zu müde für sowas. Aber habe ich morgens erst Rätsel direkt. Und gucken wir mal. Ich bin gespannt. Ja, aber das werde ich dann auf jeden Fall jetzt am Wochenende auslesen können. Ich hoffe, ich schaff's. Also ich schaff's, dass ich nicht in eine Sackgasse lande oder eben verliere. Ich weiß nicht, ob das da geht, aber ich glaube schon. Das müsste man keine Totenköpfe ankreuzen. Ja. Deswegen bin ich gespannt, was bei rauskommt, wie es weitergeht. Und morgen bei Kapitel 8, am Ende von Kapitel 8. Aber insgesamt habe ich schon 9 Kapitel gelesen. Genau. Ist bis jetzt auch sehr gut aufgemacht, muss ich mal sagen. Ja. Passt schon. Okay. Mehr passiert hier nicht. Wie gesagt, ich gehe jetzt schlafen. Und dann. Ja. Dann nichts mehr. Ich bin viel zu müde, um irgendwie noch zu reden. Gute Nacht.